Also, du bist das erste Mal hier auf der Florian in Dresden. Wie ist denn so dein Eindruck von der Messe hier und wie hat es dir bis jetzt gefallen? Also ich bin total überwältigt, ehrlich gesagt. Also nicht nur überrascht, sondern richtig überwältigt. Auch was hier am letzten Tag los war, am Samstag. Unglaublich viel. Also es war schon, ja, also hat alle Erwartungen wirklich gebrochen. Und ich kam auch selber an unseren Stand, also bei dir ja auch. Aber an dem Stand war halt so viel los, dass man echt nicht dazu kam, mal einen Schluck Wasser zu trinken oder so. Also Pausen waren erst ab 13 Uhr, glaube ich, war die erste Pause möglich, während die anderen Leute essen gegangen sind teilweise. Da kann man wenigstens mal sagen, ich gehe jetzt einmal kurz frische Luft atmen und mal Hände waschen oder so. Ne? Das war also echt sehr viel los. Für dich war ja die Hauptaufgabe hier, dich mit deinen Fans einfach mal so auseinanderzusetzen, die mal live zu treffen. Wie wichtig ist dir denn dieser persönliche Kontakt auch zu deiner Zielgruppe? Also auch gerade der Kontakt ist mir mega wichtig, deshalb bin ich ja hier. Und die Feedbacks, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist auch so ein bisschen Eigennutz dabei, weil das ist so positiv und das baut dann so auf, gibt dann echt Kraft, das Ganze zu machen, weil es ja doch auch zeitintensiv ist. Mega toll, was ich dann Feedbacks bekommen habe. Freue mich super, super doll. Wie wichtig ist dir denn allgemein der Besuch von solchen Fachmessen wie der Florian hier in Dresden? Also für mich auch privat ist es immer sehr wichtig. Ich finde es echt total spannend, wenn man neue Sachen kennenlernt. Es gibt immer irgendwas Neues, also pro Messe würde ich mal sagen, für mich immer 10 neue Sachen, die ich vorher nicht wusste, einfach ist so. Oder Fahrzeuge, neue Fahrzeuge, gucke ich mir total an, das sind erst Leckerbissen für mich und finde ich immer total super wichtig, wenn man am Ball bleiben will, denke ich. Ne? Ist schon immer, ist wie ein Lehrgang, man muss sich das ja einfach mal ein bisschen durchgucken. Ja. Was hast du jetzt konkret hier von der Messe mitgenommen? Was hat dich so am meisten begeistert? Hast du denn überhaupt dir was du anschauen können? Also neben der Messe erstmal Dresden habe ich schon mitgenommen, dass das eine Reise wert ist. Da war ich schon froh, dass ich früh angereist bin, weil ich habe echt mir ein bisschen ein Programm angetan, die Stadt anzugucken. Das kann ich erstmal schon mal empfehlen an Dresden. Die Leute sind sympathisch, die Atmosphäre ist super, die Messe ist auf einem ganz hohen Niveau. Also was hier an Ausstellern gezeigt wird, wie sich die Leute Mühe geben. Also für mich nehme ich mit, das ist eine tolle, also keine verschenkte Zeit, war echt eine Bereicherung, hier zu sein für mich. Das nehme ich für mich mit. Ja. Kann man deinen Fans noch mal so einen kleinen Ausblick geben, was es in Zukunft so von dir im Netz zu erleben gibt? Hast du denn schon ein paar Projekte, die du ein bisschen mal ankündigen kannst? Kann man da was verraten? Ja, ich versuche natürlich immer so ein bisschen neue Gebiete auch mal zu erreichen. Was ich, Wasserrettung vielleicht wird mal kommen, vielleicht Luftrettung. So ein bisschen ganz grob, nur so grundlang vielleicht erstmal anschneiden und dann immer sehen, wie jetzt auch Fahrzeugvorstellungen wird es immer mehr geben und neue kleine technische Know-how-Dinger. Ne? Also so, was man so an kleinen Neuigkeiten einfach als Feuerwehrmann kennen und wissen sollte. Ja, zu guter Letzt nochmal das Thema helfende Hand. Ja? Das ist ja auch gerade ganz, ganz aktuell. Kannst du da vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Was hat es denn mit der helfenden Hand auf sich? Ja, also die helfende Hand, das Ganze, also ich wurde ja nominiert. Also einer von 5 in Deutschland im Bereich Nachwuchsarbeit, der nominiert wurde. Das ist meine erste offizielle Anerkennung für meine Arbeit. Also ich mache es ja jetzt seit fast 2 Jahren. Und es ist meine erste offizielle Anerkennung für meine Tätigkeit. Also das ist für mich so schon das Größte, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich mit dem kann man für mich voten und mir helfen, im Ranking nach oben zu rutschen. Wenn man für mich votet bei der helfenden Hand und die Stimme für die Nachwuchsarbeit im Internet abgibt, dann freut sich Feuerwehr-Willi. Obwohl man muss auch sagen, es gibt auch andere Projekte. Die anderen 4 haben auch super Projekte, kann man sich auch mal angucken. Sonst auch gerne da die Stimme hingeben, aber im Zweifelsfall gerne für mich. Ja. Wie läuft das ab? Kannst du das kurz beschreiben? Was muss man dafür machen? Also man muss auf die Internetseite gehen, helfende Hand, ich würde es am besten bei den Suchmaschinen einfach mal suchen und dann die helfende Hand draufklicken, diese Abstimmung. Und dann sieht man dann, wenn man irgendwo ein bisschen weiter runter scrollt, Nachwuchsarbeit im Internet, und da klickt man drauf. Man muss dann seine E-Mail-Adresse bekannt geben, dass nicht einer natürlich mehrfach meldet. Ne? Also soll schon eine faire Wahl sein, eine faire Abstimmung. Und dann muss man auf der E-Mail auf den Link klicken und dann freut sich der Willi und hört irgendwo vor weitem Klick, Klick, eine Stimme ist dazugekommen. Und dann steigt für mich natürlich die Chance und die Freude bei dem Feuerwehr-Willi. Alles klar, dann viel Erfolg und danke. Vielen Dank, macht weiter so. Seid super.